In diesem Video werde ich dir erklären, wie Informationsaufnahme wirklich funktioniert. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute möchte ich mal mit euch darüber sprechen, wie Informationsaufnahme eigentlich so grundlegend funktioniert. Denn das ist natürlich ein Thema, was einfach in Bezug auf das Lernen sehr, 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 sehr wertvoll ist. Bei uns im Traumabitur-Coaching bieten wir natürlich einfache, fächerspezifische und vor allem effiziente Lernstrategien an, wie du eben die Informationsaufnahmen, sei es in Mathe, Deutsch, Englisch, wie auch immer, bestmöglich eben auch bewerkstelligen kannst. In diesem Video soll es einfach um den groben Überblick für euch gehen, dass ihr einfach ein besseres Gefühl dafür bekommt und vor allem auch mal versteht, wie sehr die Art und Weise, wie du lernst, deinen schulischen Erfolg auch wirklich beansprucht. Ja, und da habe ich jetzt mal eine Statistik aus dem Internet mitgenommen, die hier folgende Sache gesagt hat. Und zwar geht es im Prinzip darum, was du tust und wie viel der Informationen du dadurch dann eben auch aufnimmst. Und wir gehen jetzt einmal in diesem Video von unten bis ganz nach oben durch. Was hier geschrieben wurde, ist, wenn du etwas hörst, ja, das heißt, du sitzt zum Beispiel nur im Unterricht und hörst dem Lehrer zu, dann nimmst du ungefähr 20% der gesagten Informationen auf. Das ist natürlich schon mal erstmal jetzt nicht der allerschlechteste Wert, aber offensichtlich kann es nicht das Ziel sein, irgendwie nur jede fünfte Sache zu verstehen. Deswegen, daran merkt schon, nur hören ist einfach extrem ineffizient als Herangehensweise an das Lernen oder auch einfach nur für dein Gehirn, für die Informationsaufnahme. Und da merkt ihr zum Beispiel auch, warum es einem nicht reicht, einfach nur im Unterricht immer zuzuhören. Ja, da kannst du ewig drin sitzen und kannst danach trotzdem nahezu nichts verstanden haben, weil es einfach von der Informationsaufnahme sehr, 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 sehr schwierig ist. Dann gibt es die zweite Komponente, und das ist das Sehen. Ja, beim Sehen werden ungefähr 30% aller Informationen aufgenommen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel einfach daheim sitzt und du liest die Sachen immer wieder durch, werden zum Beispiel vielleicht schon mal 30% aufgenommen. Ist auch schon mal nicht schlecht, aber offensichtlicherweise auch nicht das zwangsläufige Optimum. Dann, wenn du die beiden Komponenten verknüpfst, also Hören und Sehen, dann bist du schon bei 50%. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel während der Lehrer etwas erklärt, das nochmal am Arbeitsblatt durchgehst, ja, einfach nur grundlegend dir überlegst, okay, was sagt er da, wie setzt das alles zusammen, dann hast du schon mal auf jeden Fall die Hälfte aller Informationen relativ gut aufgenommen. Auch da jetzt natürlich ganz, ganz wichtig bei all diesen Punkten, das sind nur grobe Werte, sind jetzt auch, glaube ich, nicht sonderlich wissenschaftlich fundiert, sondern einfach nur, damit ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie da eben auch die Unterschiede sein können und vor allem, was auch welchen Unterschied hat. Dann wurde nämlich noch gesagt, wenn du etwas nacherzählst oder erklärst, dann werden bis zu 70% der Informationen langfristig verarbeitet. Das kennst du vielleicht selbst. Ja, du kannst dir vielleicht, indem du es zum ersten Mal hörst oder es dir anschaust, kannst du schon ganz gut dir selbst aneignen. Aber wenn du es dann nochmal jemand anders wirklich erklärst, dann bleiben die Informationen viel langfristiger gespeichert, weil du es dafür, das ist ja was ich immer wieder sage, dafür musst du es verstanden haben. Und wenn du eine Sache verstanden hast, dann schaffst du es eben auch wirklich, das Ganze wesentlich besser abzuspeichern. Deswegen ist dieser Wert eben auch schon sehr, sehr hoch und wird nur noch von einer einzigen Sache getoppt, und zwar dem Selbstmachen. Ja, da liegt der Wert dann bei 90% Informationsverarbeitung. Das merkst du zum Beispiel beim Fahrradfahren. Ja, ihr habt sicherlich, mussten euch eure Eltern ein paar Mal erklären, wie man ein Fahrrad fährt in der Theorie. Dann hast du es aber vor allem ein paar Mal selbst gemacht und dann bist du vielleicht ein paar Mal auf die Schnauze geflogen. Ja, aber ab dem Zeitpunkt, wo du so die ersten ein, zwei, drei Male wirklich sicher gefahren bist, musst du dir nie wieder jemand erklären, wie das Ganze funktioniert. Du hast es selbst gemacht, hast einfach alle Informationen aufgenommen und konntest es seitdem sicher umsetzen. Und auch wenn du mal 5 Jahre lang nicht Fahrrad fahren würdest, hättest du überhaupt keine Zweifel daran, dass du dich einfach wieder ein Fahrrad nehmen könntest, dich draufsetzen würdest und einfach wieder sicher fahren würdest. Und was ihr daran eben merkt, ist, dass ich einfach nur berieseln lasse und auch immer wieder durchlesen, dass das eben nicht die Art und Weise ist, wie du bestmöglich lernen kannst, sondern dass es wirklich darauf ankommt, dass du es anderen erklärst, dass du es selbst machst, dass du es praktisch irgendwie anwendest. Ja, das bringen wir euch im Coaching, wie das eben konkret im Sinne von Lernstrategien in Bezug auf die einzelnen Fächer aussehen kann, auch sehr, 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 sehr stark bei, weil nur so habt ihr wirklich alle Informationen aufgenommen, habt ihr auch langfristig abgespeichert, und so ist dann eben auch euer Lernerfolg garantiert. Deswegen, wenn du da nochmal einen konkreteren Einblick dazu bekommen möchtest, dann bewerb dich sehr, sehr gerne bei uns aufs Traumarbeiter-Coaching. Dafür einfach der erste Link in der YouTube-Beschreibung. Einfach mal bewerben. Mein Team wird sich mit dir in Verbindung setzen, einfach mal mit dir darüber sprechen, wo liegen gerade deine Probleme, wo möchtest du hin? Und dann können wir eben auch sehen, wie wir dir da in Form von einem Coaching weiterhelfen. Deswegen einfach gerne einmal kostenlos und verbindlich bewerben. Mein Team wird sich bei dir melden, und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.
is my dream. I can't let none of these looks in vain. No, my city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe.